das Auge des Sturms. Alle von uns kennen die WGs und die Bots. Hier ein kleiner Tipp, wie man mit den Bots umgehen kann. Man muss die eigentlich gar nicht angreifen. Ihr seht, wie die ganzen Hiopais da oben stehen. Ihr begibt euch einfach in die Nähe, dass es ab und zu getappt wird. Die Bots haben die Tendenz, da nicht wegzureiten, in dem Moment, wo die nicht fertig sind mit Tappen. Das heißt, die bleiben da die ganze Zeit stehen. Man holt sich ganz in Ruhe in der Zeit den dritten Turm und die Flagge und hat einen 3-Basen-Win. Wenn zu wenig dastehen, reiten sie weg oder wenn man angreift. In dem Moment, wo die einen ins Target nehmen, ist Ende. Dann fokussen dich alle Bots. Seht ihr da? Die stürzen alle auf den los. Wenn man aber nur rumsteht, haben die niemanden von uns im Agro-Table. Das heißt, die können auch nicht angreifen, weil die einfach kein Target haben. Gibt sicherlich viele, die sich darüber aufregen. Ich denke, es ist eigentlich nicht die Aufregung wert. Letzten Endes liegt es an Blizzard. Und ich meine, die behaupten immer, die tun was gegen Bots. So sieht das nicht aus, wenn man was gegen Bots tut, ganz ehrlich. Wir haben damals selber Server betrieben, auf denen Computerspiele liefen, auf denen Leute versucht haben zu botten, zu cheaten, zu sonst was. Und alles wurde auseinandergenommen, bis ins letzte Detail. Bei uns war kein Cheat möglich. Sowas kann man ganz, ganz, ganz leicht handeln. Ganz banales Beispiel, wenn hier so ein Bot, der wirklich billig programmiert ist, guckt euch das an, die machen immer dasselbe. Greifen Targets an, die sie angreifen und lassen alle in Frieden. Das ist dasselbe Verhalten. Ein Server, der hat solche Sachen in der Aufzeichnung, der kann das mitblocken, der weiß ganz genau, wann bewegt sich einer nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, kann die Daten vergleichen und wenn irgendwelche Bewegungsmuster mehrfach auftreten, kann er die vergleichen. Und wenn die sich zu oft wiederholen, kommen die Leute aus dem BG schmeißen, ganz einfach. Verpasst den Leuten einen Debuff. Nix irgendwie 15 Minuten Deserteur, eine Woche Deserteur. Das würde so viele Bots hier einfach entfernen. Hier muss nichts genau untersucht werden. Von wegen, ja, vielleicht waren das ja keine Bots und so. Das sind Bots. Guckt euch die Namen ruhig an. Wenn euch jemand davon bekannt vorkommt, jetzt sind alles Leute, die in irgendeiner Gilde drin sind. Nichts tun, Ehre abgreifen. Die bezahlen Geld für ein Computerspiel, das sich dann selber spielt. Vermutlich lade ich das mal hier auf YouTube hoch. Einfach damit das auch alle sehen können. Ja, eigentlich reicht hier irgendwie ein Video, was auch irgendwie 10 Sekunden lang ist, um das zu zeigen. Aber ich denke, man kann das ruhig im vollen Ausmaß zeigen, wie langweilig BGs sind.
So, der Bühne ist sicher. Ich schalte auf nochmal auf eine andere Ansicht hier. Zum Teufelshäscher. Da sieht das genauso aus. Aufnahme. So, hier. Auch hier könnt ihr euch wieder die Namen merken. Einfach nur rumstehen. Die können ja nicht angreifen. Und der Win ist im Kasten. Man hat drei Basen. Man tut nichts. Und hat halt einen Riesenspaß. Das ist PvP. Willkommen in World of Warcraft.